Die Wertschätzung und generell der Hasshunger auf die Gastronomie ist, glaube ich, so groß wie noch nie. Dieses Feeling vom Geschäft, vom Service, das geht mir schon sehr ab. Vielleicht lernt man wieder die Wertschätzung, das Gastsein einfach wieder viel mehr zu schätzen, weil es ja davor eigentlich schon so alltäglich war, oder? Und dass man eben den Stellenwert für das Front of House oder für den Kölner wiederum ein bisschen mehr schätzt, dass das nicht so der Schane ist und so quasi die Rechnung und vielleicht nur ein Glas Wein, sondern dass das wieder ins richtige, in den richtigen Stellenwert geguckt wird. Ja. Koch ohne Leidenschaft wird niemals gut kochen. Also das gibt's nicht. Also der Beruf funktioniert ohne Leidenschaft nicht gut. Leidenschaft ist ja nicht nur in der Küche, wenn die Produkte reinkommen, sondern auch der Austausch mit den Lieferanten, mit den Kollegen, mit dem eigenen Team, schauen, was andere Leute machen. Also den Spirit, den muss ganz, ganz hoch halten, sonst wird dir das ganz schön im Kopf fallen. Innerlich eskaliert es zu 100.000%, weil natürlich jeder kaum mehr warten kann, bis man wieder eine Flasche Wein, eine gute trinkt, du hast eine Tischkultur. Es wird da abgerammt, es wascht wer ab, es kocht wer, es schmeckt anders wie daheim. Ich glaube, auf das greift man sich am meisten. Das ist eigentlich schon innerliche Eskalation genug, dass man eigentlich wieder sich einfach so ruhig da sitzt und denkt, oh, das ist jetzt gerade richtig super und endlich nicht mehr selber und endlich ein anderes Geschirr, endlich andere Servietten, endlich wieder mal Tapetenwechsel. Vorn anrichten, mein ganzes Team zu führen, mein Team was Großartiges, einen großartigen Abend über die Bühne zu bringen, auf das freue ich mich wieder. Und diese Aufgabe, dass man dann nachher sagt, wenn man dann fertig ist, das letzte Teller geschickt hat und sagt so, Buschen, das haben wir jetzt geil, das haben wir richtig gut gemacht. Also auf das freue ich mich wirklich wieder.